Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare. Wir reiten zur McFarlane Ranch, zu Bonnie und ihrem Vater. Die Mission, die es da gibt, die Nebenmission, keine Ahnung, ich werde sie einfach nur Mission nennen, die mit Fragezeichen sind, aber meiner Meinung nach einfach Nebenmissionen, die sind zumindest so dargestellt. Aber das hatten wir auch schon beim Ende von Red Dead Redemption, dass ich da so ein bisschen, dass ich fand, dass sie es hätten anders darstellen sollen. Brennt die Ziege? Nein. Ist auch egal. Auf jeden Fall eine Mission. Die Mission dort heißt Väterlicher Stolz, glaube ich. Auf jeden Fall wird es wohl um Bonnies Vater gehen, irgendwie. Hallöchen. Wir versuchen sie ein paar Leute zu verteidigen. Oh. Ich habe einen von ihnen erschossen. Aber es sind drei, also habe ich gerade mal ein Drittel Schaden angerichtet. Ihr müsst auf den Kopf ziehen. Wenn ihr weiter so auf sie drauf schießt, treffe ich nur den Kopf nicht mal. Ja, geht mal nach Fort Mercer. Repetiergewehre. Munition haben wir von ihr bekommen. Von ihnen. Ich dachte gerade, er mal mich, den er umbringen möchte. Ich dachte, er ist jetzt noch sauer, weil ich seinen Kumpel aus Versehen erschossen habe. Das kann er aber anscheinend ganz gut verdrängen. Er hat gesehen, dass das nicht meine Absicht war und die Extremsituation das auch verlangt hat von mir. Verzieh dich doch mal. So. Nur damit er nicht umsonst gefallen ist, möchte ich jetzt auch den Kumpel plündern. Okay, ich finde den Kumpel nicht. Dann halt nicht. Wer bist du? Dich plündern wir auf jeden Fall auch noch. Und dann reiten wir weiter unseres Wegs. Ich nehme mal wieder unsere Schrotflinte. Hallöchen. Tanz für mich. Ist das die McFarlane Ranch? Schon? Ja, ich glaube schon, das hier ist sie. Ja, wir müssen den Ort erst retten, um die überlebenden Missionen anfangen oder fortsetzen zu können. War hinter uns gerade wer? Nee, es war wohl nur unser brennender Schweif, der mir da aufgefallen ist. Und das geht. Es ist nicht ganz die größte Stadt, die wir bisher retten müssen. Aber es ist auch nicht die kleinste. Ich versuche gerade einfach mal hier in Ruhe gelassen zu werden. Die automatische Zielfunktion ist eigentlich ganz praktisch, das ist auch ganz praktisch, man kann sehr leicht Feinde ausspielen, man guckt halt in eine Richtung und drückt die Zieltaste. Ja gut, da werden sich viele Leute vielleicht drüber aufregen, die sich auch schon darüber aufregen, dass ich überhaupt mit so einer Zielfunktion spiele, aber hey, ich kann auf Konsole nicht zielen. Und wenn ich das denn schon machen anhab, deswegen werde ich auch alles damit machen, was ich damit machen kann. Und schränke ich mich selber ein und das kann ich nicht. Das fühlt sich einfach komisch an. Das ist nicht richtig. Oh, seht ihr, da habe ich sogar mal einen Kopfschuss ohne zu zielen gemacht. Wo sind die denn hier alle? Und ich rede übrigens nie mit den Überlebenden, einfach weil es nicht nötig ist. Keine Ahnung. Ich glaube, wir können denen teilweise ganz unterschiedlich geben, die uns Munition, aber wir können denen Munition geben und dann werden sie irgendwie effektiver oder so. Das ist da, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ah, wir haben es. So, das hätten wir. Dann würde ich sagen, auf zu Bonnie oder ihrem Vater. Ich weiß nicht, wer da jetzt die Mission anleitet. Auf jeden Fall einer von beiden. First hell walks the earth and you turn up. Could my week get any worse? Oh, nice to see you too, Miss McFarlane. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here!
What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! Now come on now! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Yesterday? I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. I will do. Dann suchen wir mal nach Drew McFarlane in der Scheune. Das ist das große Ding da vorne, glaube ich. Naja, um zu springen. Versuchen wir mal reinzukommen. Suche einen Weg in die Scheune. Ja, da erinnere ich mich dran, als die Scheune gebrannt hat, sind wir ja schon mal hier rüber reingekommen, glaube ich. Oder wir sind da unten hochgeklettert. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann hier. Wow. Ja, so nicht. Wir können es ja mal auch nochmal so machen, wie wir es damals gemacht haben. Ich meine, wir sind diesen Weg damals gegangen. Warum hält er sich da denn nicht fest? Das war jetzt ja nicht mein Fehler, sondern ein Fehler von John Marston, oh Gott, der in Flammen steht. Warum hält er sich da jetzt auch nicht fest? Also manchmal... Also ich wollte den Mantel auch nur ein bisschen hübscher machen, weil ich finde, der sieht so ganz dunkel extrem cool aus. Ist Marston jetzt eigentlich auch komplett dunkel? Es geht. Hell würde ich ihn auf jeden Fall nicht mehr nennen. So. Dann gehen wir hier hoch, klettern da zur Seite und da können wir uns dann gleich hochziehen. Und da müsste da hinten irgendwo eine Luke sein. Die Fenster wollte ich damals ja auch aufschießen, das hat nicht geklappt. Ich denke mal, das wird's auch jetzt nicht. Und hier kommen wir rein. Untote. Erwische ich davon hier aus noch welche? Ja, noch begebe ich mich aber nicht zu denen runter. Solange ich nicht muss. Die laufen frei rum, das macht mir ein bisschen Angst. Drew, are you in here? Okay, dem geht's nicht mehr so gut. Und um ehrlich zu sein, sieht er auch ziemlich monströs aus. Auch schon, weil er so eine viel, viel stärkere Statur hat als die anderen. Dafür nehmen wir auch mit, was er hatte. Ja, erzähl ihr von ihrem Vater. Mal sehen, wie sie das verkraften wird. Sie wollte es ja gar nicht wahrhaben und hat darum auch nicht in ihn nachgeguckt. Winchester Repetiergewehr. Das scheint ganz gut. Ich nehme mal wieder meine Schrotflinte. Ja, jetzt geht natürlich die Tür auf. Nee, das U ist es nicht. Wir müssen zum B, zu Bonnie. Ich hoffe, die Gute verkraftet das. In so einer Zeit dann auch noch sowas mitzumachen, ist bestimmt auch nicht so schön. Und unser Pferd ist schön. Da hinten. Krieg! Ja, da wirst du. Ja, da fühlst du dich angesprochen. Well, John, you always do bring sunshine to my life. I'm sorry about your father. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Not slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well, take care of yourself, Bonnie. You too, John. Bonnie hat sich nicht mal mehr
dafür interessiert, ob es unserer Familie gut geht. Ich meine, nur dass wir leben, heißt ja nicht, dass das Tier auch noch lebt. Da hätte man doch jetzt eine interessante Situation draus machen können. Die beiden haben ja auf jeden Fall eine gewisse Chemie miteinander, die sie teilen. Väterlicher Stolz abgeschlossen. Komm her, Krieg! Und dann gucken wir mal, was können wir jetzt noch machen. Die Mission hätten wir abgeschlossen. Hier hinten ist dann noch eine Mission und hier ist eine Hauptmission. Das müsste die mit Wes Dickens sein. Aber ich wollte eigentlich nicht mehr zwischen Haupt- und Nebenmission unterscheiden. Wir reiten hier auf jeden Fall noch hin, in diesem Part. Und dann gucken wir mal, ob wir in diesem Part auch noch mal reinschnuppern oder ob wir es im nächsten Part machen. Hinreiten werde ich auf jeden Fall. Mit diesem wirklich unglaublich schicken Pferd. Das ist auch eine geile Idee, dann einfach so ein apokalyptisches Pferd hier einzubauen. Finde ich von den Machern. Also da toben sie sich wirklich aus mit Bigfoots, Zombies, apokalyptische Reittiere. Das machen sie und trotzdem, wie gesagt, bleiben sie ernst. Das gefällt mir sehr gut. Die technische Umsetzung ist aber... Vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech mit den Bugs, die mal bei diesem Spiellauf jetzt schon untergekommen sind. Spieldurchlauf. Wir werden sehen, ob sich das noch häufiger irgendwie aufdrängt in unseren Spielfluss. Wodurch dann ja auch vielleicht irgendwann die Annahme begründet ist, dass sie wirklich einfach nicht genug getestet haben. Also es ist wirklich sehr, sehr, naja, billig oder einfach nicht ausreichend abgesichert war. Haben wir gerade Krieg umgebracht? Krieg? Wir kriegen Krieg doch jetzt wieder, oder? Krieg? Ich hab's nicht absichtlich gemacht. Sondern aus Faulheit. Ich habe aus Faulheit ein apokalyptisches Reittier getötet. Und nein, da werde ich jetzt keinen Spielstand laden. Nur so, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich gerade einen Spielstand habe und 2 Sekunden später sterbe oder sowas. Nein, ich wollte da noch gar nicht runter. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja genau. Technisch ist das Spiel halt nicht so gut. Und was mich auch ein bisschen stört, ist, dass die Quests alle eher so sind. Also die Quests, in denen so altbekannte Charaktere vorkommen, was ja auch cool ist, die sind alle irgendwie so... Es ist eher ein Gespräch und eine kleine Sache machen. Wenn überhaupt mit den Charakteren, habe ich das Gefühl. Und naja, das ist dann die Mission. Ich meine, mit Seth, wir haben nichts wirklich mit Seth zusammen gemacht. Wir haben mit Seth geredet. Er war nur der Auftraggeber. Also im Prinzip hat er wirklich sich nur in den Cutscenes aufgehalten. Und das ist irgendwie schade. Also hätten sie mehr draus machen können. Allgemein sind die Quests... Wow. Ah, verdammt. Wir haben kein apokalyptisches Reittier mehr. Allgemein sind die Quests eher nicht so... Also keine Ahnung, die Quests an sich sind okay, solide, aber der Quest, die Präsentation, also zum Beispiel, wann wir irgendwie... Wie wir geleitet werden, das ist deutlich schlechter als in Red Dead Redemption in meinen Augen. Weil es irgendwie so ist, ja, diese Mission auf der Karte macht die mal. Also die hängen ja teilweise nicht mal richtig zusammen. Die sind so grob verknüpft, wenn es hochkommt. Und keine Ahnung. Da fehlt mir irgendwie dieser... Einfach diese Leitung noch ein bisschen. Das ist mir dann zu offen. Ja, kann man so sagen. Was ist das hier? Venter's Place. Ist hier noch wer? Scheint nicht so, alle ausgeflogen. Ach, die verteidigen sich da hinten. Habe ich nicht gesehen. Lalala. Da reiten wir auch einfach weiter. Habe ich nicht gesehen. Habt ihr das gesehen? Ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Was habt ihr gesehen? Ich weiß von nichts. Dumm. Was ist das? Okay, da ist auch eine Ruine. Riley's Charge. Heißt das gute Ding? Ich meine hier oben... Ist hier nicht auch irgendwo Fort Mercer? Ja, es war ja auch in der Nähe von dieser Nebenquest. Ich glaube, hier geht's zu Fort Mercer, oder? Bin mir gerade nicht sehr, ganz sicher. Ich kann mich nicht daran erinnern. Hatten wir in diesem Durchlauf uns schon sowas mal angeguckt? So ein Kannibalen.
Ich hatte es auf jeden Fall schon mal selber gesehen. Kann aber auch sein, dass es beim privaten Durchspielen war. Also er ist nicht kein typischer Kannibale. Er ist irgendwie... Ah doch, da hatten wir schon gesehen. Ja, da hatten wir uns schon mal zu geäußert. Also ich... er isst irgendwie Zombies und es ist nicht klar, ob er vielleicht auch normale Lebende ist. Aber er hält auch seine Frau irgendwie so gefangen. Keine Ahnung. Also die auch ein Zombie ist, aber er hält sie am Leben. Gut, das machen wir im Prinzip auch. Unbesuchte Orte. Ja, hier unten nochmal. Ach, da bei der Nebenquest, das ist auch ein unbesuchter Ort. Dann werden wir diesen Ort auf jeden Fall noch befreien in diesem Part. Und im nächsten machen wir dann da die Nebenquest halt. Nicht Nebenquest, einfach Quest. Und vielleicht finden wir auch irgendwann nochmal ein apokalyptisches Reittier neues. Das ist Fort Mercer, da müssen wir gerade nicht hin. Da will ich auch gerade nicht hin. Ich habe noch keine Lust auf West Dickens. Hallo. Ich frage mich, ob ich hier hinten einfach so rumkomme, ob das funktioniert oder nicht. Ich meine, jetzt bin ich so daran gewöhnt, unendlich Ausdauer zu haben, dass ich die Ausdauer, die Renntaste einfach hämmere. Wieso bin ich da runtergeschwommen? Das war doch bescheuert von mir. Das war wirklich bescheuert, glaube ich. Finde ich. Naja, ich frage mich, ob es die anderen apokalyptischen Reittiere auch gibt, aber ich nehme es mal an. Es steht ja immerhin bei... Ich weiß nicht, ob ich es hier gezeigt habe, aber bei dem ersten Versuch, wo mir das Spiel dann abgeschmiert ist, wo ich das apokalyptische Reittier schon hatte, darum zeige ich es nochmal. Wo ich das gezeigt habe, weiß ich nicht, bei Herausforderungen. Hier, 4 Pferde der Apokalypse, Level 2. Finde eins der 4 Pferde der Apokalypse. Wir haben eins gefunden, ja. Also nehme ich an, dass es auch die anderen geben wird. Und ob die noch andere Fähigkeiten haben und noch anders aussehen, weiß ich nicht. Dann nehmen wir das Winchester Repetiergewehr. Oder wir haben auch genug Schüsse auf dem Revolver. Munitionstechnisch geht es gerade echt gut aus. So, wir müssen diese Ortschaft hier retten. Aber das mache ich erst, sobald oben angezeigt wird, dass wir in dem Ort sind. Plainview. Denn erst dann bringt es etwas, die Zombies zu erledigen. Wo kommen die Fledermäuse denn her? Hallo. Ah, es sind auch nur 3 Kaiser. Es geht recht schnell, wie ihr seht. So, das hätten wir. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt auch nochmal. Speichern ist wichtig, haben wir jetzt gelernt. Von daher können wir das gerne nochmal tun zum Ende des Parts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. John Marston hat interessante Schlafgewohnheiten. Das ist seine Art Yoga oder so. Sein Abendritual. Einfach ignorieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Red Dead Redemption Undead Nightmare für heute. Mit mir, eurem Vogel. Tschüss.